Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play PUBG Mobile. Und ja, unsere ersten zwei Parts waren sehr erfolgreich. Wir haben direkt unsere erste Partie gewonnen. Ja, und das war auch ehrlich gesagt mein erster Sieg. Hatte ich vorher noch nicht gehabt. Wow, was geht da draußen ab? Ich glaube, so ein Traktor fährt da vorbei. Oder, ah ne, ist ein Motorrad. Naja, wie auch immer. Spielen wir mal weiter hier im Menü rum. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo man da das Gold einlöst. Also man merkt, ich bin echt kein Pro, auch wenn wir jetzt die letzte Partie gewonnen haben und es vielleicht danach aussah. Nee, bin ich nicht. Schauen wir mal, ob das im Laufe des Projekts ein bisschen besser wird. Auf jeden Fall starten wir in der Hoffnung, dass es relativ gut wieder verlaufen wird. Und Alter, was ist mit dem Motorrad draußen los, ey? Naja, ich hoffe, das verschwindet gleich. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr das hören könnt. Jetzt Sirene. Schon mal ein super Start. Naja, okay. Match startet in 30 Sekunden. Ich hoffe, bis dahin ist hier ein bisschen Ruhe. Armer Nakoim. So, jetzt verprügeln wir mal den Typen da. So, ich habe jetzt abgeregt. Oder? Komm, du kriegst auch noch ein bisschen Schläge. Das Gute ist, hier sieht man die ganzen Dullis noch. Die fühlen sich hier immer ganz cool. Und dann, wenn man dann auf der Karte ist, dann nimmt man die ganz schnell auseinander. Nur leider sehen die dann meistens wieder anders aus. Dann haben die irgendwelche Kleidung. Ich sehe ja dann auch meistens anders aus. Möglichst mit einem guten Helm und guter Tarnausstattung. So, versuchen wir wieder relativ mittig zu landen. Ja, da wäre ganz gut. Ja, die Fluglinie ist auch relativ nah, was ich jetzt nicht so ganz begrüße, weil dann das Risiko größer ist, dass da Leute in die Nähe kommen. Ist jetzt noch keiner abgesprungen? Ach doch, klar. Ich habe gerade falsch geguckt. Ich habe da bei Leben geguckt. Natürlich sind noch alle am Leben. Nee, Quatsch. 25 sind schon abgesprungen. Ich warte noch ein bisschen mit meinem Sprung. Ich versuche euch immer auch noch so ein bisschen Tipps mitzugeben, auch wenn ich selber gar kein Experte bin. Ich sag nur, was bei mir funktioniert. Und am besten korrigiert ihr das dann selber in den Kommentaren. Ich versuche euch auf jeden Fall immer was mitzugeben. Ich versuche immer relativ mittig zu landen, denn dort ist meistens dann auch das Finale. Und wenn es nicht ist, kommt man von da aus immer relativ gut halt auch dahin, wo am Ende dann ja die letzten Kämpfe stattfinden. Jetzt im Moment fliegt keiner so in unsere Richtung oder in unsere Stadt hier rein. Das heißt, wir können im besten Fall in Ruhe looten. Das wäre mir sehr recht. Hoffen wir es auf jeden Fall mal. Und dann landen wir hier und räumen die ersten Häuser aus. Auf geht's. Frisch gelandet und rennen wir ins erste Gebäude. So, was haben wir hier? Schon mal eine Polizeiweste. Alles klar. Ja. Das sieht schon ganz gut aus. Erste-Hilfe-Koffer kann auch nicht schaden. Da ist ein weiterer. Energy-Drink kann auch nicht schaden. Helm ist auch gut. Okay, mit dem Haus bin ich immer zufrieden. Könnte deutlich schlimmer sein, die Ausbeute. Schlimm ist immer, wenn man nur mit Pistolen unterwegs ist oder mit sonst irgendeinem Gerät, Armbrust oder sowas. Das begrüße ich jetzt nicht so direkt. Ja. Wie gesagt, also ich werde auch viele Sachen dann doppelt erzählen. Ist blöd für die, die jede Folge gucken, aber für die, die halt nur ab und zu mal gucken, möchte ich dann auch nichts unerwähnt lassen halt. Deswegen werde ich mich ab und zu auch mal wiederholen. Was ich immer gerne mache, ist dann halt, wenn ich keinen in der Nähe gesehen habe, die Häuser erstmal ausluten. Dann versuche ich dann, mich in die Richtung zu begeben, wo es hingeht. Das ist jetzt schon mal gut, jetzt haben wir die zweite, das zweite Sturmgewehr. Und ja, dann ist es mein Ziel, möglichst
unauffällig dann Richtung Endzone zu gehen, also dahin, wo es ja, wo halt das Finale stattfindet. Jetzt haben wir hier so einen Kreis und in der Mitte von dem Kreis, da endet dann halt die nächste blaue Zone. Das bedeutet, das Feld wird immer kleiner und ja, diesen Kreis, den wir auf der Karte sehen, das ist der Bereich, wo dann, nachdem sich die Map verkleinert hat, wo dann der Restbereich ist, in dem man halt safe ist. Habe mich jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt. Problem ist, ich bin halt auch ein bisschen nervös und gucke hier immer, weil einmal nicht hingeguckt, hast du direkt einen Schuss im Nacken und fliegst direkt raus. Deswegen bin ich immer hochkonzentriert. Die roten Zonen, das sind Markierungen, wo dann halt viel los ist. Also da laufen dann einige hin, um sich dann gegenseitig umzumetzeln. Denn es ist halt immer schön, das Loot der anderen zu kriegen. Denn meistens haben die anderen Charaktere halt auch schön Sachen zusammengesammelt. Und dann ist es immer ganz praktisch, wenn man die dann halt ummetzeln kann und dann sich die Sachen klauen kann. Am besten haben die dann auch Waffen mit viel Munition, wenn dann die eigenen Waffen und die eigene Munition dann halt ausgeht. Gucken wir mal, was uns jetzt hier so entgegenkommt. Was ich gerne mache, ist geduckt laufen und immer so, ja, nicht auf den Straßen laufen, sondern immer so in den Wäldern. Oder zumindest an irgendeinem Baum, wo man sich halt verstecken kann, dass, wenn man beschossen wird, man sich irgendwie schützen kann. Und auf dem offenen Feld geht das halt schlecht. Deswegen bin ich ein Fan von den Bäumen. Und das war bislang immer relativ erfolgreich. Gut, die Waffen sind auf jeden Fall beide ganz cool. Das eine hat auch ein schönes Scope. Rote Zone hat begonnen. Und ja, im Moment sehe ich hier keinen. Ich würde mir dann mal hier dieses Gerät schnappen, um damit dann zu fahren. Es sind auf jeden Fall schon 15 Leute raus. Und ich habe noch keinen entdeckt. Beim letzten Mal habe ich ja, glaube ich, 11 Kills gehabt. Also schon relativ viel. Was ich auch sage ist, ich bin keiner, der sich versteckt bis zum Schluss. Ich bin eigentlich immer kampfbereit, wenn ich jemanden sehe. Aber das passiert halt nicht so oft. Jetzt, ja, da hinten steht einer. Den überfahren wir am besten, bevor er uns erschießt. Ja, hat geklappt. Aber das hätte auch schief gehen können, ehrlich gesagt. Wenn der einen gut erwischt, dann war es das auch mal schnell für einen. Dann kann es zwar sein, auch dass das Fahrzeug dann über ihn rollt, aber wir halt vorher versterben und dann bringt es uns nichts, wenn wir den erledigen. Was hat er denn da Schönes? Hose ist auf jeden Fall gut, weil da hatten wir noch keine. Und dann verschwinden wir auf jeden Fall schnell. Denn je länger wir an so einer Leiche sind, desto länger, ja, oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes gesehen hat oder die Schüsse gesehen hat, dann sieht, wo die Leiche ist und dann halt die Leute darauf warten, dass derjenige, der erschossen hat, dann hinrennt und blutet. Und deswegen ist das immer ziemlich gefährlich, wenn man zu den besiegten Gegnern hinläuft. Denn es kann schon sein, dass da jemand nur darauf wartet, dass der Sieger oder der Schütze hinläuft, um sich das Loot zu holen. Ich bin ehrlich gesagt noch nie dieses Boot gefahren. Ich überlege, ob das cool wäre, das mal zu zeigen, zumindest im Let's Play. Auch wenn ich dabei Risiko eingehe, aber vielleicht ist es auch eine gute Sache. Ich versuche mich mal jetzt hier irgendwie aufs Land zu holen, aber das klappt wohl nicht so ganz. Naja, ich weiß jetzt auch nicht, ob Nässe uns schadet oder unserer Kleidung schadet. Ach, komm schon. Ja, so ganz will das hier nicht klappen. Naja, jetzt kommen wir endlich raus. Gut. Auf jeden Fall, Problem im Wasser ist halt, man kann halt nicht die Waffe zücken.
und ist leichtes Ziel. Da hinten ist auf jeden Fall jemand. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich muss mir dafür auf jeden Fall nicht so viel Zeit lassen, weil wenn jetzt jemand aus der Stadt kommt, bin ich auch schnell erledigt. Der ist ins Wasser gegangen. Und jetzt seht ihr genau den Nachteil, den man hat. Denn er kann jetzt nichts machen, außer versuchen wegzuschwimmen. Und ich werde ihn jetzt höchstwahrscheinlich gut wegrasieren können, wenn ich ihn treffe. Ja, jetzt hatte ich kurz getroffen. Das war auch ein Treffer. Und das war ein Kopfschuss. Und deshalb haben wir ihn gut erwischt. Ja, das haben bestimmt auch welche gehört. Deswegen muss ich vorsichtig sein. Ich bin jetzt aber trotzdem so mutig und gehe hin. Ein paar Sachen hat er für uns. Sollen wir auch eine neue Waffe nehmen? Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall auch Munition bekommen. Ich glaube, wir sollten das erstmal dabei belassen. Okay. Also, wir sind noch relativ gut vom Healing her. Wir sind relativ gut ausgerüstet, haben zwei gute Waffen. Ich kann mich nicht beklagen. Zwei Kills haben wir, 72 sind noch drin. Alles klar. Ich werde auch diese Runde dann wieder aufteilen, falls dann etwa eine Viertelstunde rum ist. Und den Rest würden wir dann in dem zweiten Part machen. Problem ist halt dabei, dass ich eventuell beim Übergang, also vom Video beenden und neues Video starten, sterben könnte oder halt auch andere besiege. Jo, scheiße. Von links meiner Seite. Also von meiner Seite rauskommen die Schüsse. Und deswegen mag ich halt die Bäume, weil man sich dahinter verstecken kann. Und das ist der dritte Kill. Puh. Das war nicht gut von uns, aber auch nicht gut von ihm. Da muss er uns eigentlich erledigen. Also, ja. Natürlich, wir haben ein gutes Healing, konnten uns schnell verstecken, aber ich habe ihn null gesehen. Da muss er besser zielen und uns, ja, eigentlich erledigen. Gutes Loot hat er und ich halte mich wieder mal nicht daran, was ich immer wieder predige, weil genau das passiert, dann kommen andere Leute. Aber warum hat er nicht geschossen? Der war doch so nah dran. Oh, wei, oh, wei. Boah, die haben guten Stuff. Ich muss mich jetzt unbedingt verstecken, weil sonst kommt hier wieder der nächste. Aber jetzt haben wir viel Munition für diese Waffe. Die werden wir wahrscheinlich auch bis zum Schluss behalten. Boah, das war jetzt auch wieder viel Action. Aber wieder vier Kills. Wobei ich diesmal sagen muss, Glück im Unglück gehabt. Also, die waren zwar besser postiert, haben aber nicht die entscheidenden Schüsse gemacht. Da sind wir etwas besser unterwegs gewesen. Und ich werde mich jetzt verstecken und mache im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei.